So, ich grüße euch. Ich habe eine kleine Lieferung von trendaffe.de gekriegt. Hab mir gedacht, das muss ich auch mal wieder mit euch teilen. Ich werde jetzt einfach den Karton mal zur Seite stellen und dann so rausgreifen. Auf trendaffe.de gibt es so geile Gimmicks und Gadgets und so weiter. So, dann stellen wir das mal ein bisschen runter. So, hier haben wir einmal eine heilige Bibel. Es ist einfach nur ein Notizbuch, eine heilige Bibel, was die Aufmachung von einer Bibel hat. So, dann habe ich mir davon gleich zwei bestellt, weil die relativ günstig waren. Zwei Zombie-Ponchos. Es sind einfach nur ganz stinknormale Ponchos, wo ein Infected Biohazard-Zeichen drauf. Haben wir noch. Oh, das ist natürlich jetzt echt männlich. So, dann haben wir noch einen Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber mit einem Einhorn dran. Ja, ich weiß, es ist nicht so männlich. Ich habe ihn mir also zum Spaß für die Arbeit mitgenommen. Da lachen sich die Kollegen bestimmt wieder kaputt. So, was haben wir denn hier noch? So. Dann haben wir hier einen Becher, also es ist eher gesagt, um Cola-Dosen kalt zu halten, da kann man dann halt eine Cola-Dose reinstellen, halt komplett aus Plastik, Schaumstoff, was auch immer. So, was haben wir hier? Kühlschrankmagneten. Bloody Fridge Magnets. Da werde ich auch noch in einem anderen Video drauf eingehen, auf die Dinger. Ja, dann habe ich mir da noch ein paar Blechschilder bestellt, sowas. Ich sag mal, für einen Euro kann man so ein Schild ja mal mitnehmen. Oder das habe ich aus. Nein, das habe ich doch nicht doppelt. Ich dachte, ich hätte es doppelt. Upsala. Manhattan Skyline Blechschild, das kommt hier zu meinen Blechschildern. Dann hätten wir hier noch Manhattan Bridge Blechschild. Alles, glaube ich, 1 Euro gekostet. Da habe ich mir gedacht, dann nehme ich die mal mit. Dann haben wir hier noch einen Robot Mug. Der ist geformt wie ein Robot. Keine Ahnung. Der hat 1 Euro gekostet. Und da habe ich mir, also da machst du ja wirklich nichts falsch bei 1 Euro. Da kannst du so ein Ding schon mal mitnehmen. Dann haben wir hier noch eine Geek-Tasse. Die hat 50 Cent gekostet. Das war so wie so ein Lockangebot. Man konnte auch nur eine bestellen. Und dann hier noch eine MyPad-Fußmatte. Die hat auch nur 1 Euro oder 2 gekostet, glaube ich. Steht dann einfach nur MyPad drauf. Aber ja. Gut, ich habe jetzt einfach nochmal das Paket ausgepackt, um zu sehen, was ich mir da alles wieder auf den Krempel bestellt habe. Auf die Sachen werde ich in anderen Videos noch eingehen, weil das wären dann wieder nur so 1-Minute-Videos. Aber es ist nicht so schlimm. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.